Hallihallöchen, Jungs und Mädels, hier ist wieder Jachossi. Willkommen zurück zu The Witcher 3. In den letzten Folgen haben wir mehrere Banditennester ausgehoben. Wir haben gegen Kannibalen gekämpft und sind auch schon dem ein oder anderen Erscheinungsbild aus dem Weg gegangen, weil es einfach zu stark war. Und was wir gerade gemacht haben, oder letzte Folge gemacht haben, ist, wir haben hier mehrere mehrere Orte erkundet. Wie gesagt, es gibt auch hier versteckte Schätze, die wir aber uns noch nicht holen können, weil einfach die Gegner zu stark sind. Und haben hier quasi diesen Teil der Karte unsicher gemacht, beziehungsweise sicher gemacht, indem wir hier viele Gegner besiegt haben. Jetzt haben wir nochmal hier eins und dann würde ich auch hier weiter mit der Story fortfahren, denn ich glaube, es gibt wirklich genug zu tun. So, wo ist denn unser treues Ross? Was auch mir keiner sagen konnte oder beantworten konnte, ob Plötze ein Weibchen oder ein Männchen ist. Aber so nix zur Sache, es ist ein treues Ross. Und darauf kommt es an. So, es ist wieder sehr, sehr windig heute. Aber zumindest klar und sonnig. Das hat man ja hier sonst nicht in Deutschland. Zumindest nicht so oft. So, was ist denn hier? Das ist ein Schrein oder was? Ein kleiner Schrein? Eine kleine Opferstätte, hm? So wie es aussieht. So, halt, wir müssen ja hier hoch. Da hinten ist noch... Was ist denn da schon wieder? Ein Monsternest! Wuhu! Haben wir denn Bomben dabei? Inventar? Ja, wir haben zwei Bomben. Super. So, dann komm mal her. Oh, Plötze. Aus. Komm schon. Ja, der hat gesessen. Ich wollte schon sagen. Wo ist denn das Nest? Ein Ghoul-Nest. Ich muss es zerstören. So, erstmal alles schön weglooten hier. So, den haben wir schon. Nimm das, du dreckige Ghoul. Na komm schon. Guck mal, der lädt sich auch, der Sack. Ah, verdammt. So. Okay. Monsterhirn gab es dazu als Beilage. Und Ghoulblut. Das ist praktisch. War noch hier jemand oder? Hey, jede Menge Zeug. Rubin und Asche und so weiter und so fort. Oh Gott, hier sind noch verbrannte Menschen. Okay. Plätze. Hierher. So, auf geht's. Jetzt auf zum Baron. Sollte vielleicht vorher das Schwert einstecken. So, neue Markierung am Krähenfels. Guten Tag. So, wir können gespannt sein. Was ist mit deinem Gesicht passiert? Ja, ich wurde vom Ghoul gebissen. Mein Mann hat doch einen tollen Posten, was? Nicht übel. Hat gestern einen Eimer Schalen mitgebracht.
War das ein Festmahl? Hat er keine Angst, wenn der Baron erfährt, dass jemand Schweinefraß stiehlt? So, so, wir haben hier also einen Schweinefraß-Dieb. Ja. So, Achtung, Mann mit Pferd. Heda! Du bist ja scheintot. Beweg dich. Ich komm gar nicht zu Atem. Vielleicht hat mich letzte Nacht ein Wirkling erwischt. Ein Wirkling? So, mal gucken, ob das Tor jetzt so aufgeht oder nicht. Nein, natürlich nicht. Na gut. Zu Fuß weiter. Bosch, Tür auf. Okay, zu Fuß weiter zum blutigen Baron. Halt! Wer ist da? Na, der Hexer. Ist der Baron zu Hause? Kommt drauf an, wer fragt. Ein Hexer will mit ihm sprechen. Und ich will die schöne Königin Cerro ficken. Hab den schon mal gesehen. In der Taverne am Scheideweg. Du warst da. Ist nicht lange her. Ich dachte, du solltest brav deinen eigenen Weg gehen. Das haben wir auch. Deswegen sind wir auch hier. Er hat mich hierher geführt. Ich muss den Baron sprechen. Und warum? Das ist nur für seine Ohren bestimmt. Gut. Lothrin, lass ihn eintreten. Wir sind ihm zahlenmäßig überlegen, wenn er Ärger macht. Ah, wie auch immer. Öffnet das Tor! Feldwebel! Ardal! Der Hexer will den Baron sehen! Mach ja keinen Ärger. Verstanden? Was denkst du nur? Er nannte dich Feldwebel. Bist du ein temerischer Soldat? Geht dich nichts an. Deserteur? Die temerische Armee gibt es nicht mehr. Was tut ihr dann hier? Wir hatten die Wahl, nachdem uns die Schwarzen besiegten. Uns fügen und ein normales Leben führen. Oder Widerstand üben, uns den Freischärlern anschließen und bis zum Tode für unser geliebtes Temerien kämpfen. Wir wählten Ersteres. Und der Baron ist euer Anführer? Hm, ja, Anführer. Sag euch, wo die Beute ist. Ja, deine Kumpels haben die Beute längst unter sich aufgeteilt. Das hätte ich jedenfalls gemacht. Und du, halt jetzt das Maul. Spar dir die Kräfte. Stirb mit ein bisschen Würde. Ja. Harter Haufen hier. Meister Hexer, es gibt eine Begegnung. In Vysimar, das waren Bälle. Annie und ich haben einige mitgemacht. Wie wir tanzten und uns drehten. Oh! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Genug. Egal, wie du es anstellst. Die Lieferungen müssen wöchentlich erfolgen. Bleibt dir nicht zum Tee? Nein. Du hast noch einen anderen Gast. Sieh einer an. Bleiben nicht mal zum Tee. Faseln über Kultur, aber haben keine Ahnung davon. Tja, es ist die Frage, was jetzt die beste Antwort ist. Es ist einfach nur Geplapper. Gerüchte sind in Wahrheit meist haltlos. Insbesondere solche über Fremde. Da hast du recht. Ich weiß, wer du bist. Und ich weiß auch, warum du hier bist. Wir reden drinnen. Fühl dich wie zu Hause. So, wo ist der verdammte Wodka? Ah, da ist er ja. Ein Schlückchen? Nein, wir sind nicht zum Trinken hier. Nein, danke. Nein, danke. Ich bin nicht zum Trinken hier. Wie du willst. Ich werde aber nicht auf dem Trockenen sitzen. Tu dir keinen Zwang an. Vor dem Krieg stand hier in der Nähe eine Brennerei. Die beste in ganz Velen. Aber die Hurensöhne haben sie niedergebrannt.
Nun zur Sache. Ich bin Philipp Strenger. Doch in den Dörfern hier nennt man mich den blutigen Baron. Geralt von Riva. In den Dörfern nennen sie mich den Schlechter von Blaviken. Ich sagte doch schon, ich weiß, wer du bist. Das ist auch der einzige Grund für unser Gespräch. Gefällt es dir in Velen? Ob es mir gefällt? Naja, sehr viele Banditen, Kannibalen, irgendwelche Geächteten oder Außenseiter. Nee, es ist grauenvoll. Grauenvoll. Nein. Überall Sümpfe, Moore und Schlamm. Ganz genau. Wenn hier jemand vom Weg abkommt, findet man ihn kaum wieder. Worauf willst du hinaus? Viele haben hier ihre Liebsten verloren. Manche ihre Frauen, andere ihre Töchter. Aha, schon klar. Seine Tochter ist wohl auch verschwunden und wir sollen sie wiederfinden. Komm doch endlich zum Punkt. Komm endlich zur Sache. Ciri, ihretwegen bist du gekommen, richtig? Sie war also hier. Sie kam vor einiger Zeit hierher, erschöpft, verwundet und stank wie ein nasser Hund nach einer Jagd. Wie ich erfuhr, kam sie aus dem Sumpf. Sie sagte, Monster aus dem Wald hätten sie vor dem Dorf angegriffen. Das war knapp. Ich muss hier weg. Ha, das ist Ciri. Sie ist erwachsen geworden. Ist ja der Hammer. Und sie ist vor etwas geflohen, vor Monstern aus dem Walde. Ich würde mal sagen, wir sammeln uns alles aus dem Walde zusammen, was wir so finden können. Vielleicht brauchen wir es ja bald. Und es ist etwas schlauchmäßig aufgebaut gerade. Oh, wilde Wölfe. Was war das eben? Nice. Au. Boah. Okay, hey. Kannst wieder runterkommen. Sie wurde auch verletzt. Hallo. Hast du dich verirrt? Ein bisschen schon. Und du? Tja, das ist eine gute Frage. Ich würde mal sagen, in dem Fall irrt sie auch ein bisschen durch die Wälder. Ja, aber auch nur ein bisschen. Du meinst, du weißt, wo es lang geht? Nicht ganz, noch nicht. Aber zusammen finden wir den Weg bestimmt. Was ist dir denn passiert? Das ist gar nichts. Tja, was macht sie denn hier draußen im Walde, so ganz allein? Wie bist du denn hierher gekommen? Mit meinem Vater. Ich sollte dem süßen Pfad folgen und essen, was ich mag. Er wollte warten. Also habe ich das gemacht. Aber dann wollte ich einen Schmetterling fangen und kam vom Weg ab. Sie ist dem süßen Pfad gefolgt, das haben wir doch vorhin gehört. In Bezug auf die Hexe, ne? Wo Ciri hin wollte. Warum dem süßen Pfad folgen? Warum wollte dein Vater, dass du dem süßen Pfad folgst? Weil
wir nichts mehr zum Frühstück hatten. Verstehe ich nicht. Ich war böse. Hab den Milchkrug zerbrochen. Deine Eltern waren wohl wütend. Mutter fand, ich sollte Haue kriegen. Aber Vater sagte, es gibt sowieso zu viele Mäuler zu stopfen. Mich zum süßen Pfad zu schicken, wäre die Lösung. Boah, wie übel. Ja, ich glaube nicht, dass sie weiß, wie sie nach Hause kommt, aber wir fragen sie trotzdem mal. Du und dein Vater. Wann seid ihr aufgebrochen? Heute früh. Hat die Sonne euch das Gesicht oder den Rücken gewärmt? Den Rücken. Dann müssen wir nach Osten. Komm, ich bring dich heim. Und ich sag deinen Eltern, dass sie keine Kinder im Wald verlieren dürfen. Wir können nicht heim. Der Wolfskönig und sein Rudel. Der Wolfskönig? Wölfe haben keinen König. Diese schon. Hast du ihn gesehen? Ja, naja, von hinter einem Baum. Er war riesig, mit großen Augen und Zähnen. Und er war schrecklich fürchterlich. Oh je, hört sich nicht gut an. Aber wir können sie ja beschützen. Schau, was ich auf dem Rücken hab. Wölfe fürchten es. Könige auch. Komm, ich helf dir hoch. Hey, warte mal, ich wollte noch hier die Dings holen. Ich muss doch alles aufsammeln. Ich bin doch so ein Typ, der alles aufsammeln muss. So, wir haben hier noch was. Hundspetersilie. Da haben wir noch Wolfsleber und da ist noch eine Wolfsleber irgendwo. Ah, wir haben keine Hexenansicht. Und auch sonst, wir haben keine Magie. Das heißt, sie ist doch ein bisschen eine andere Hexerin. So wie es aussieht. Wenn sie auch eine Hexerin ist, das weiß ich nicht. Noch mehr Wölfe. Wölfe! Schnell, versteck dich! Autsch! Ah, Mist! Die sind ganz gut, die Wölfe, beim Angreifen. Ah, nein! Ich sterbe! Boah, das kann nicht wahr sein! Ich konnte kaum ausweichen. Ach, Mann! Ich war gerade so im Flow. Ach, Mensch. Mit dem Artzeichen kannst du Feuer löschen und auch Gegner. Dann kann es dich nicht mehr vergiften. Das waren zwei Sätze. Okay. Es geht so schnell, dass man das immer wieder übersieht. So, Wölfe. Hilfe! Schnell, versteck dich. Ah, also, es geht's auch ein bisschen besser. Ja, also, yes. Siegesgeschichte und der Wolfskönig. Du kannst jetzt rauskommen. Mann, hast du Mut. Das könnte nicht mal mein Vater. Meiner könnte noch viel mehr. Komm. Meint sie damit eventuell Geralt von Riva? So, da ist noch etwas. Alles aufsammeln. So, wir folgen der guten Gretka. Bleib hier. Geh nicht weiter. Aber... Nichts aber. Bleib hier. Ich muss mir was ansehen. Tja, das ist übel. Hm.
Blut unterlaufen, aber noch feucht. Noch nicht lange tot. Oh oh. Das heißt, das Biest kann noch in der Nähe sein. Lippen geöffnet, geschwollen, Zunge zerbissen. Große Schmerzen vor dem Tod. Oh, Brust zerschmettert, Lunge wohl von den Rippen durchbohrt. Etwas hat ihn gepackt und gegen den Baum geschmettert. Hui, hört sich nach was Großem an. Das Bein abgerissen? Nein, abgebissen. Das ist furchtbar. Bleib da und sieh weg. Was ist das? Kein Mark mehr. Interessant. Kein Mark mehr, okay. Und der Bauch? Mal sehen. Oh, die Leber ist weg. Warum wühlst du in seinem Bauch? Würdest du mal nach deinen Schnürsenkeln sehen? Fassen wir es mal zusammen. Den Wolfskönig gibt es wohl wirklich. Aber er ist ein Werwolf. Was ist mit ihm passiert? Er hatte einen Unfall. Klar. Das war der Wolfskönig. Seit wann sind Kinder so schlau? Und was, wenn der Wolfskönig uns findet? Gute Frage. Ich habe kein Silber, aber kann Klingenöl machen. Öl? So wie wir es aus Rapssamen machen? Nein, ein viel spezielleres Öl. Aus Hundeteig, Wolfsbahn, Hundspetersilie und Wolfsleber. Wird dem Wolfskönig schlimme Schmerzen bereiten. Du bist klug. Woher weißt du so etwas? Von deinem Vater? Nein, von meinem Onkel. Onkel Wesemir. Ach ja. Es hat sich doch gelohnt, dir was beizubringen. Wie schön. So, wir brauchen Zutaten. Hundspetersilie brauchen wir noch. Eins. Das ist ein Mistelzweig. Das sind wieder Wölfe. Okay, Attacke. Hörst du? Wölfe! Versteck dich, rasch! Ich bin wieder so, dass ich nicht richtig treffe. Ja, yes. Okay. Schicken Eltern ihre Kinder sie oft sind weg. Du kannst rauskommen. Die hast du aber zugerichtet. Da wird der Wolfskönig wütend sein. Ja, das soll er doch. So, wir brauchen noch ein bisschen Zutaten. Na also. So, jetzt habe ich alles. Fehlt nur noch ein Feuerplätzchen, wo ich das Öl in Ruhe herstellen kann. Was machst du da? Ich fette meine Klinge ein. So. Mal sehen, wie wirksam Onkel Wesemirs Rezepte sind. Alles klar. Wir haben jetzt unsere Klinge mit dem passenden Öl versehen. Wir nehmen noch mehr mit, falls wir noch mal was herstellen müssen. Eventuell brauchen wir noch was. So im Vorbeigehen, ne? Geht schon. Hier lang! Durch die Höhle! Geh voran! Aha. Durch die Höhle müssen wir. Halt, da ist noch ein bisschen mehr. Nehmen wir alles mit. Geht's eh nicht weiter. So,
so wie es aussieht. Okay. Wir müssen mit ihr in die Höhle. Alles klar? Da ist noch was. Noch mehr Hundspetersilie. Bisschen finster hier. Hast du Angst? Und du? Nein. Dann habe ich auch keine. Gute Antwort. Oh. Was? Der Wolfskönig. Glaubst du mir jetzt? Ja, versteck dich. Wen holen wir uns? Wow. Wow. Yes. Bam. Das war ein schneller Tod. Mann, dem hast du es aber gegeben. Sowas habe ich noch nie gesehen. Gretka, du kannst rauskommen. Na komm. Wir haben im Wald eine Leiche gefunden. Vielleicht ein Verwandter von ihm? Dein Glück, dass wir hier entlang gekommen sind. Im Wald hatte jemand weniger Glück. Das muss Jahren sein. Wir kamen aus Mittelhain, als das Vieh angriff. Ich konnte fliehen, aber Jahren... Oh. Die Kleine. Keine Details. Wir müssen zum Dorf zurück. Habt ihr Verbandszeug zu Hause? Und Branntwein? Leider habe ich ein, zwei Hiebe abgekriegt. Nein, Fräulein, doch mein Herr ist ein mächtiger Mann, der hilft dir bestimmt. Vielleicht belohnt er dich sogar für deine Tat. Na schön, bring uns zu deinem Herrn. Ah. Der blutige Baron war der mächtige Herr. Wen hast du denn da angeschleppt, Mann? Das ist nicht meine Tochter. Die Kleine auch nicht? Nein, verdammt. Ich kenn doch mein Kind. Die Große mag nicht deine sein, doch die Ähnlichkeit ist verblüffend. Also, was ist mit der Belohnung? Du wirst nicht einen beschissenen Kopper sehen. Verschwinde, sonst werde ich die Hunde loslassen. Na, schmeckt der Eintopf? Sehr gut, danke. Lange nichts gegessen. Offensichtlich. Schön, dass es dir schmeckt. Dann wartet ein Bad nach dem Essen. Und etwas Schlaf wäre auch nicht schlecht. Gretka kann im Winkel hinterm Herd schlafen. Und du im Gästezimmer gegenüber der Küche. Danke, ich... Iss jetzt. Wir reden, wenn du ausgeruht bist. Oh, ist doch ganz nett, der Bursche. Ich befahl den Männern, sie zu bewachen und ließ sie schlafen. Und? Das erzähle ich dir ein andermal. Dieser Sack. Ich wollte gerade sagen, er ist doch nett, ne? Aber jetzt will er natürlich erstmal das wie, was wir ihn tun. Ja, ich weiß, was du willst. Diese Information kriege ich wohl nicht umsonst. Kluger Kopf. Ich bedauere deinen Verlust. Doch meine Frau und meine Tochter sind auch verschollen. Hier ist mein Vorschlag. Finde meine Lieben und ich erzähle dir alles, was ich über dein Mädchen weiß. Natürlich. Abgemacht. Ich meine, was soll ich ablehnen? Gut. Ich helfe dir. Ich suche deine Familie, aber dann rückst du mit allem raus, was du weißt. Mein Wort darauf. Wache!
Dieser Mann steht unter meinem Schutz. Niemand darf ihn belästigen. Klotz nicht so. Wachsen mir Hörner? Nimm's als Zeichen meines guten Willens. Wann hast du sie zuletzt gesehen? Sie sind nach Neumond verschwunden. Wie von Schatten verschluckt. Was meinst du mit verschwunden? Genau das. Ich bin eines Morgens aufgewacht und sie waren weg. Einfach weg, okay. Wie sehen sie aus? Ich muss erst mal wissen, wie sie aussehen. Tamara, meine Tochter, ist im Frühling 19 geworden. Schlankes Mädchen, reicht mir bis an die Schultern. Schöne Augen, grün wie die ihrer Mutter. Meine Frau Anna hat 40 Winter gesehen, was sie nie zugeben würde. Dunkles Haar, dick wie Teer. Sie trägt es als Knoten. Okay. Ja, hast du überhaupt gesucht? Hast du sie schon gesucht? Ich habe sofort Männer losgeschickt. Bodenbretter rausreißen, um versteckte Kornsäcke zu suchen, können sie wohl. Nach lebendigen Menschen suchen ist eine andere Sache. Das ist nicht so einfach. Außerdem, Velen besteht nur aus Sumpf und Wald. Nichts als Schlupfwinkel. Wenn man jemanden verstecken will, ist man hier goldrichtig. Verstehe. Tja, sind sie vielleicht geflohen, weil die Männer etwas rau zu ihr waren? Dieser Ort muss schwierig sein, wenn es sonst keine Frauen gibt. Dieser Ort? Was soll das heißen? Es hat ihnen an nichts gefehlt. Fasan zum Abendessen, blaue Schleifen aus Toussaint, alles, was sie wollten. Ich dachte an deine Männer. Die haben deinen Frauen auch wirklich nicht zugesetzt? Sie sind allesamt Hurensöhne, aber sie wissen, was sich gehört. Sehe einer meiner Frauen auch nur schief an, würde ich ihn schlachten wie einen Hund. Ja, das ist eindeutig. Gab es irgendwas Ungewöhnliches vielleicht? Irgendwelches besondere Verhalten oder sowas? Oder wie auch immer? Gab es was Ungewöhnliches, ehe sie verschwanden? Änderungen im Verhalten? Seltsame Aktionen? Ungewöhnlich? Nein. Ein paar Bauern klagten, dass eine Frau beim Brunnen von einer Bestie zerrissen wurde. Das war schon die zweite. Nichts Neues für Velen. Und meine Frauen? Anna war still wie immer. Tamara war mit ihrem Kram beschäftigt. Auch wie immer. Mit ihrem Kram beschäftigt? Also da weiß er wohl auch noch nicht sehr viel über die beiden. Ja, gibt es denn Feinde? Irgendwer, der was Böses möchte vielleicht? Vielleicht wurden sie entführt. Habt ihr Feinde? Höchstens taugenichtse und wütende Bauern. Niemand würde sich trauen, auch nur einen Finger gegen uns zu erheben. Wer das getan hätte, läge schon lange im Staub. Okay, und trotzdem reicht es nicht. Wir brauchen noch mehr Informationen, sonst kommen wir nicht weiter. Ich muss noch viel mehr wissen. Kann ich Ihre Zimmer sehen? Wozu? Ich brauche Hinweise, Anhaltspunkte. Ich lasse keinen Fremden an Ihre Sachen. Soll ich sie finden oder nicht? Ja, schon. Dann lass mich dorthin. Gut, aber ich gehe mit. Die Türen sind ohnehin verschlossen. Familienangelegenheiten. Stufe 6 erreicht. Wuhu! So, wir können uns hier kurz mal umsehen. Gibt es irgendwas zum Mitnehmen eventuell? Nein, gibt's nichts. Okay. Meine Tochter liebte Tiere, als sie noch klein war. Einmal sah sie einen Hirschkopf an der Wand. Und was fragte sie da? Keine Ahnung. Papa, ist der Rest vom Hirsch auf der anderen Seite? Stell dir das nur vor. So eine Trophäe. Das arme Schwein, das ihr was antut. Ich zieh ihm die Haut bei lebendigem Leib ab. Hier ist es. Verdammt, sie klemmt schon wieder. Unsere Schlafkammer. Okay. Tamaras Zimmer ist dort. Bring aber nichts durcheinander. Bei ihrer Rückkehr soll alles so sein, wie sie es verlassen haben. Na gut, wir gucken da mal rein. Tja,
Tja, ist ziemlich still hier. Alles sehr ruhig. Gediegen wie immer. Okay, ich glaube, wir können jetzt hier ein paar Sachen mitnehmen, oder? Ein bisschen Seide und so weiter. Ha, hier ist was Rotes. Was haben wir denn da? Ein Kerzenleuchter aus Holz. Der Schaft ist gebrochen. Der Schaft ist gebrochen. Wurde vielleicht... Wurde vielleicht mit dem Schaft irgendwas angegriffen? Wer weiß. Hier ist eine Truhe. Ein Goldring, Perlen, einen silbernen Kandelaber und ein Kästchen. Das ist bestimmt viel wert. Es wird auch niemand vermissen, hoffe ich. So, was haben wir denn hier? Eine Vase? Schnittblumen. Er erwartet sie jederzeit zurück. Oder hofft es. Okay. Hier hängen Bilder oder sowas. Kann das sein? Oder ist es eine Geheimtür? Die Wand sieht anders aus. Hier hing etwas. Das Bild, die Größe stimmt. Ach, das, was da hängt. Kann das sein? Gibt es noch andere Bilder?